so ein Stoppschild. Das ist mal eine ziemlich eindeutige Kommunikation. Aber wenn man sich so ein Grundproblem von uns Menschen anschaut, dann ist es oftmals mangelnde Kommunikation. Da geht verdammt viel schief. Und umso mehr wir kommunizieren, desto besser wird es meistens. Und bei Autos, da wird kaum kommuniziert. Okay, der eine zeigt die Lichthupe, der andere nutzt die Hupe, der nächste zeigt einen Vogel hinterm Steuer, aber es macht das Autofahren nicht besser. Und dabei haben wir heute doch Kommunikationsmethoden, moderne Kommunikationsmethoden, die eine direkte Kommunikation von Auto zu Auto erlauben. Daten werden ausgetauscht, die das Autofahren besser und auch sicherer machen können. Und wie das Ganze funktioniert und welche Fälle man da besser machen kann, das können wir uns heute anschauen. Wir sind nämlich hier in Altenhofen auf dem Testgelände der RWTH Aachen. Also hier werden Autos getestet und wir haben auch noch die Möglichkeit, hier auf das 5G-Mobilfunknetz zurückzugreifen, also auf das schnellste, mit Abstand schnellste Mobilfunknetz überhaupt. Tja, und dann gucken wir uns jetzt mal die Fälle an, wo das Autofahren besser wird. Das wird spannend. Bevor wir jetzt zu den praktischen Fällen kommen, wie ich eben mit automobiler Kommunikation Autofahren verbessern kann, müssen wir uns erstmal anschauen, wie funktioniert denn das Ganze? Wie funktioniert Car-to-Car oder Vehicle-to-X, also Vehicle-to-Everything-Kommunikation, wo das Auto wirklich mit allem kommuniziert? Ja, dafür brauche ich erstmal Kommunikationskanäle oder besser gesagt einen Kommunikationskanal. Da kann man sich aus drei jetzt was aussuchen. Ursprünglich war dafür mal WLAN gedacht. Also jedes Auto sollte einen WLAN, Sender und Empfänger bekommen und damit in einem Umkreis von ungefähr 500 Metern kommunizieren mit anderen Autos. Das sieht aber schlecht aus, ob sich das durchsetzt. Es gibt schon Länder, da ist das schon weg vom Fenster. Nächster Punkt ist, das, was wir alle heutzutage mit uns in der Tasche herumtragen, Mobilfunkkommunikation. Also das Auto kommuniziert entweder über einen Sende- und Empfangsmast, da hinten steht ja einer, und dann mit einem Rechner und Server, der die Daten verarbeitet und dann an weitere Autos schickt. Oder aber, diese Möglichkeit gibt es auch, direkt, also von einem Auto per Mobilfunk direkt mit dem anderen Auto. PC5 nennt sich das. Und wenn ich jetzt gute Empfangsbedingungen habe, dann kann ich dann schon über einen Kilometer Reichweite damit erzielen. Bei schlechteren sind es so 600, 700 Meter, aber alles besser als irgendwo mitten in Brandenburg im Wald zu stranden und keinen Empfang zu haben. Dann bringt einem nämlich der beste E-Call nichts. Wieso E-Call? Ja, man fragt sich jetzt nämlich, wie mache ich das überhaupt mit der Kommunikation? Ist ja schön, dass ich Mobilfunk nehme, aber da nehme ich doch nicht mein Handy. Da muss doch im Auto was drin sein. Ich muss ja eine Verbindung zum Auto haben. Genau die Verbindung gibt es seit ungefähr Anfang 2018. Nennt sich Emergency Call oder kurz E-Call. Ist zwingend vorgesehen ein Mobilfunkmodul, GSM, ein GPS-Modul, damit ich den Standort weiß, und eine Verbindung zum Auto. Und wenn ihr euch darunter jetzt nichts vorstellen könnt, gucken wir uns das ganz kurz mal an. Ist nämlich hier im Auto drin. Ist ja vorgeschrieben. Was zu einem E-Call-System immer dazugehört, ist hier oben diese SOS, also Notruftaste. Wenn ich da drauf drücke, ich kann ihn mal aufmachen, dann werde ich mit einer Notrufleitstelle verbunden. Ich drücke da jetzt nicht drauf, weil die ist scharf geschaltet. Das würde jetzt auch sofort passieren. Und dann würde die mit mir kommunizieren und mal gucken, ob es mir noch gut geht, wenn jetzt ein Unfall passiert wäre. Ich mache mal wieder zu. Das Auto kann den Notruf aber auch automatisch absetzen. In dem Moment, wo ich eben nicht mehr dazu in der Lage bin. Und dann muss es Informationen weiterschicken, für die Rettungskräfte zum Beispiel. Und damit es Informationen hat, muss das GSM-Modul mit dem Auto kommunizieren. Das passiert über den CAN-Bus, also über den Hauptinformationsbus im Auto. Und da sind jetzt viele Informationen, die sich das System holen kann. Zum Beispiel, welcher Airbag wurde ausgelöst? Wenn ein Airbag ausgelöst wurde, dann weiß man auch schon, okay, ist ein relativ schwerer Unfall. Wie viele Leute sitzen im Auto? Geht über die Sitzbelegungserkennung. Auch andere Daten des Autos werden, wenn sie eben für die Rettung hilfreich sind, automatisch weitergesendet. Das Entscheidende ist, ich habe also eine Kommunikationsschnittstelle über den CAN-Bus zum Auto. Nicht nur zu diesen Sachen, sondern auch zu den ESP-Sensoren oder zum Regensensor. Das alles liegt auf diesem Bus an und kann theoretisch dazu benutzt werden, um andere Autos zu informieren und zu warnen. Wie das genau aussieht, schauen wir uns ja gleich an. Und welche Kommunikationsmöglichkeit ich grundsätzlich nehme, also ob ich jetzt direkt kommuniziere oder über einen Funkmast, hängt nicht nur davon ab, ob mein Gebiet hier abgedeckt ist, sondern auch davon, wie schnell das sein muss, wie schnell die Information weitergegeben werden muss. Gehe ich über einen Funkmast, dauert es ein bisschen länger, knapp eine Zehntelsekunde, mache ich eine direkte Kommunikation von Auto zu Auto, also PC5-Kommunikation, dann kann das so schnell sein, dass man es kaum merkt, dass überhaupt eine Zeit, also eine Latenzzeit dazwischen vergangen ist. Könnte man jetzt sagen, ist unwichtig, aber wer 100 km/h fährt, legt 27,8 Meter knapp pro Sekunde zurück. Wenn dann eine Zehntelsekunde später was kommt,
sind das schon fast 3 Meter Bremsweg. Also das ist die Basis dafür, dass ich überhaupt kommunizieren kann, dass ich überhaupt Vehicle-to-X-Kommunikation machen kann. Und die Anwendungsfälle, die schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Jetzt simulieren wir diese Situation, nämlich das Auto vorne dran. Das fährt jetzt gleich durch so eine Mini-Regenfront der Feuerwehr durch, so ein bisschen Sprühregen. Und jetzt müsste bei uns dann gleich eine Meldung kommen, dass da vorne Regen ist. Schauen wir mal, ob das passiert. Da wird es gleich nass und leichter Regen voraus. Exakt, genau. Sehen wir jetzt auch gleich. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen mehr als leichter Regen. Das ist relativ starker Regen. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, naja, gut, Regen kann ich unter Umständen auch noch selbst sehen oder meine Wetter-App teilt mir mit, dass da vorne Regen ist. Aber in Zukunft werden natürlich noch weitere Sensordaten genutzt. Also zum Beispiel vom ESP kann ich erfahren, habe ich es mit einer Glatteissituation zu tun, habe ich es mit einer Aquaplaning-Situation zu tun. Und wenn das dann direkt weitergeschickt wird, dann ist das halt eine riesen Information, weil Glatteis sehe ich nicht einfach. Natürlich gibt es da gewisse Sicherungsmechanismen. Also es ist nicht einfach so, dass das vorausfahrende Auto dann eine ESP-Situation hat, die unter Umständen ja auch eine Fehlmeldung sein könnte, sondern die Server gucken schon danach, ist an der Stelle eine Häufung von bestimmten Infos darüber, dass hier zum Beispiel Aquaplaning oder Klette vorliegt und dann wird das an die anderen Autos geschickt. Und das geschieht sogar ziemlich schnell. Da gibt es 2 verschiedene Arten der Kommunikation. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Sprich eine direkte Kommunikation und eine Kommunikation über das Mobilfunknetz. Aber es ist natürlich wirklich hilfreich. Gerade nach einer Kurve, glatte Stelle oder nasse Stelle und ich kriege das gesagt. Leichter Regen voraus. Ja, ist immer noch Regen. Jede Runde, die wir fahren, ist regnet hier wieder. Und zack. Wir fahren jetzt hier zu einer Kreuzungssituation. Da stehen schon eine Menge Autos, wie man es halt typisch in der Stadt hat. Und was jetzt hier passiert ist, dass sich die Feuerwehr von hinten nähern wird und wir kriegen eine Info darüber, dass die Feuerwehr kommt. Damit das funktioniert, hat natürlich auch die Feuerwehr ein Kommunikationsmodul. Also die können dann auf eine Taste drücken und das wird dann entsprechend an einen Server weitergeleitet über Mobilfunk und dann werden die Autos hier an dieser Stelle informiert. Das Entscheidende ist immer, dass der Standort der Autos bekannt ist. Also wenn die Feuerwehr jetzt kommt, dann will die natürlich nur einen ganz bestimmten Korridor, ganz bestimmten Umkreis an Autos warnen und nicht die komplette Stadt, weil sonst fahren alle zur Seite und wissen nicht, wo was herkommt. So, jetzt gucken wir mal. Warten auf die Feuerwehr. Das ist normalerweise nicht schön. In diesem Falle wird es spannend. Schauen wir mal. Achtung! Ein Rettungsfahrzeug möchte vorbei. Das ist groß. Rettungsgasse bilden. Das ist doch großartig. Also jetzt weiß ich, da kommt was. Ich habe noch nichts gehört. Jetzt höre ich das Geräusch. Das heißt, ich bin gewarnt worden, bevor ich das Martinshorn höre, bevor ich die Feuerwehr überhaupt sehe, kann jetzt hier Platz machen. Und die Jungs, zack, können durchfahren, was natürlich wertvolle Sekunden bringt. Und das kann ja, ja zum Teil sogar über Leben entscheiden. Das mag ich. Das finde ich gut. Das ist eine gute Funktion. Wie sind denn die täglichen Erfahrungen als Feuerwehrmann, gerade wenn es so um Rettungsgasse und Ähnliches geht? Ja, aufgrund der medienwirksamen Gestaltung der Rettungsgasse sind die Erfahrungen jetzt durchaus positiv. Gerade auf den Autobahnen scheint es zu funktionieren. Innerorts gibt es immer wieder Probleme. Ich sag mal, abgewürgte Autos, nicht genügend Platz im Kreuzungsbereich, bei einer roten Ampel, also all diese Probleme, die sind doch schon immens und wir müssen dauernd anhalten, müssen uns Platz verschaffen, das verliert wieder. Das klingt nach Chaos. Genau, genau. Ist auch zu Deutsch gesagt Chaos. Weil die Leute total überrascht sind, dass da jetzt ein Rettungswagen kommt. Also kurzfristig nehmen sie uns wahr, ne, aufgrund, keine Ahnung, lauten Radio oder sie sind eben nicht auf den Verkehr konzentriert. Ja, nehmen sie uns wahr, sehen uns dann kurzfristig erst und dann geht das Chaos letztendlich los. Ja, ja, okay. Ja. Ich meine, von einer Kreuzung kann man ja schlecht eine Rettungsgasse bilden oder von jeder Kreuzung. Wie schätzen Sie dann das System ein? Ist das für Sie ein echter Mehrwert? Jetzt gerade bei den Dreharbeiten haben wir diesen Mehrwert schon erkannt. Ich sag mal, wenn die App ausgelöst wird frühzeitig, dann ist diese Problematik Rettungsgasse bilden schon erledigt, bevor wir kommen. Und wir haben dann freie Fahrt letztendlich. Also diese ganzen Probleme, kein Platz, Auto abgewürgt beispielsweise, die gibt es dann nicht mehr. Der Stressfaktor bei dem Verkehrsteilnehmer ist schon erledigt.
Die Rettungsgasse ist gebildet. Wir sehen, wir haben freie Fahrt und können dann durchfahren. Ne? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, Sie müssen durch die Stadt an 5, 6 Kreuzungen vorbei. Genau. Da gehen ja ein paar Minuten verloren. Genau. Immer wieder abbremsen, immer wieder beschleunigen und dann mit Fahrgestellen, die bis zu 18 Tonnen wiegen, ist das nicht gerade wenig Zeit, die verloren wird. Das heißt, da kann es am Schluss auch um Menschenleben gehen? Theoretisch ja. Cool. Also ich fand es innen drin auch gut. Einfach, weil es ein gutes Gefühl gegeben hat, weil wirklich eine frühere Warnung war. Und wenn das als Feuerwehrmann auch noch so rüberkommt. Auf jeden Fall, ja. Vor allen Dingen im Fahrer gibt es eine gewisse Sicherheit. Komme ich jetzt durch? Was passiert da in der Rettungsgasse noch? Da passiert da nichts mehr, die ist schon gebildet. Ansonsten, wenn wir ankommen, ist da immer noch Bewegung. Der eine fährt nach rechts, der andere nach links. Der eine vertut sich ein bisschen und dann kommt man doch nicht durch. Und dann kommt es unter Umständen wieder zu irgendwelchen unkontrollierten Manövern, die dann wertvolle Zeit kosten. Okay, cool, danke. Ja. Super. So, jetzt kommen wir zu einer Situation, die wir alle nicht so gern erleben möchten. Wir sind recht zügig unterwegs, immer noch im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Es geht um die Kurve, da können wir nicht reingucken. Sicht ist auch ein bisschen versperrt. Und wir sehen erst im letzten Moment, wow, ein Unfall. Okay, das hätten wir jetzt gerne vorher gewusst. Und jetzt das Ganze mit aktivierter eCall Plus Funktion. Wir sind wieder ein bisschen zügiger unterwegs. Geht um die Kurve, wir sehen noch nicht, was da hinten ist. Ah, wir sind gewarnt worden, können vom Gas gehen und schauen, was da passiert ist. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Danke, nur Blechschaden. Ist großartig. Also das ist wirklich eine tolle Funktion, finde ich, weil man eben doch die Horrorvorstellung hat, dass man hinter einer Kurve oder irgendwo einer unübersichtlichen Stelle nicht weiß, dass da ein Auto liegt oder mehrere Autos liegen und da kann man gewarnt werden. Da ist natürlich ganz entscheidend, dass die Information präzise kommt. Wo ist das Ganze passiert und dass es wirklich schnell kommt. Hier hat es wunderbar funktioniert. Also wenn es eine Sache gibt, die mich in der Stadt wirklich richtig nervt, dann ist es die ganze Parkplatzsucherei. Die brauche ich echt wie ein Getriebeschaden. Und ich glaube, da geht es vielen von euch genauso. Parkplatz suchen braucht echt kein Mensch. Und wenn man sich dann noch die Zahlen anschaut, wie viel des Verkehrs in der Stadt durch Parkplatzsuchen entsteht, dann ist das erschreckend. Im Schnitt sollen ungefähr 30% des Stadtverkehrs, Autostadtverkehrs, durch Parkplatzsucherei entstehen. In Stoßzeiten ist es sogar noch viel, viel mehr. Und dann gibt es auch Zahlen für größere Städte, wie zum Beispiel London oder Frankfurt. Und da soll pro Jahr jeder Autofahrer 67 Stunden lang Parkplatz suchen. Mehrere Tage. Das ist eine echte Nummer. Und da kann natürlich Kommunikation sehr helfen. Und das haben wir jetzt hier auch. Das System zeigt mir an, hier ist ein Parkplatz, da sind noch Plätze frei. Das ist schon mal großartig. Wichtig ist, dass das System das präzise macht. Dass also weiß, in welche Richtung ich gerade fahre, in welcher Position ich gerade bin. Und hier sind sogar eine Menge Parkplätze frei. In der Stadt bin ich ja schon froh, wenn ich einfach einen angezeigt bekomme, der funktioniert. Sehr schön. Ja, wenn ich dadurch einfach ein bisschen Zeit sparen kann. Aber auch Sprit sparen kann, weil ich ja, wenn ich weniger suche, verbrauche ich natürlich weniger Sprit, stoße auch weniger Emissionen aus. Das tut der Umwelt gut, das tut auch der Gesundheit der Menschen draußen in der Stadt gut, dann ist das einfach ein Riesenvorteil. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, auch bei so einem freien Parkplatz, das gucken wir uns draußen mal an. So. Aber woher weiß das System denn jetzt, dass ein Parkplatz frei ist? Im Parkhaus können wir uns das noch vorstellen. Da gibt es welche mit Sensoren. Ja, da habe ich oben über dem Dach dann entsprechend ein Lämpchen, rot oder grün, je nachdem, ob der Parkplatz besetzt ist oder nicht. Aber wie sieht es denn hier draußen aus? Da brauche ich zusätzliche Sensoren. Es gibt zwei verschiedene Arten. Der hier arbeitet mit einem Magneten, also wenn das Auto drüber fährt, stellt er fest, aha, magnetisches Feld, da muss ein Auto sein. Da ist ein entsprechendes Funkmodul drin, damit die Information weitergetragen wird. Und dann gibt es noch eine andere Art, die sehen wir da hinten. Und zwar funktioniert die im Prinzip wie ein Parkpiepser. Das ist Ultraschall. Das ist hier wirklich eine Ultraschalleinheit, wie wir sie zum Teil, da können wir sie auch am Auto hier, das sind auch so Ultraschalleinheiten für die Parkpiepser. Hier habe ich den Parkpiepser halt, um festzustellen, ob der Parkplatz besetzt ist oder nicht. Das Signal wird weitergegeben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Signale auch präzise sind. Dass man also wirklich weiß, ob hier ein Parkplatz frei ist oder nicht, dass das genau angezeigt wird. Denn nichts ist nerviger, ihr kennt das bestimmt vom Parkhaus, als wenn du gesagt bekommst, in dem Stockwerk ist noch was frei, du fährst dir einen Wolf ab und da ist gar nichts frei. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber da sind jetzt ganz schön viele Daten, die versendet werden. Und dann kriegt man erstmal so ein bisschen ungutes Gefühl. Ja, ich bin so ein gläserner Autofahrer, es wird alles nach draußen gesendet.
Wird das vielleicht verwendet? Kriege ich am Schluss ein Ticket aufgrund der Daten? Da werde ich jetzt mal nachfragen, wie das mit der Datensicherheit aussieht. Ist ja wichtig. Muss ich mir denn jetzt Gedanken machen? Da werden ja wahnsinnig viele Daten aus dem Auto rausgeschickt, dass mir zum Beispiel irgendwann die Polizei einen Strafzettel schickt, weil sie sagt, an dem Tag sind sie an dem Standort 135 gefahren. Also diese Gedanken, die muss man sich hier in Deutschland zumindest auf jeden Fall nicht machen. Da gibt es entsprechende Gesetze, dass das nicht zulässig ist. Und die Technologie arbeitet auch stark daran, Verfahren zu entwickeln, dass diese Daten überhaupt gar nicht erst in der Form erhoben werden, dass sie personalisiert sind, sondern sie werden auf jeden Fall anonymisiert, bevor sie weiterverarbeitet werden. Ich schicke doch jetzt als normaler Mobilfunk-User sowieso schon ständig Standort- und auch Geschwindigkeitsdaten. Ganz genau. Und da haben wir eine andere Situation, weil Google und Apple als nicht-europäische Firmen gar nicht so an die Datenstandards gebunden sind, wie wir das hier in Europa kennen. Da gibt es mittlerweile auch verschärfte Gesetze. Aber es ist richtig, wenn man eine Applikation startet auf dem Handy, dann werden sehr viele Daten erhoben, von denen der Nutzer zum Teil gar nicht weiß, wo er aber zustimmt, wenn er die Applikation nutzen will. Mhm. Und da gibt es ein sehr viel größeres Risiko, dass die missbraucht werden könnten, als das hier bei den höchst offiziellen Automotive-Anwendungen der Fall sein wird. Und diese Lösungen hier, wenn die dann in den Live-Betrieb übergehen, dann werden die sowieso der Regulierung unterliegen und dann wird es natürlich neben der technischen Prüfung auch eine Prüfung geben, ob der Datenschutz und die Datenschutzrichtlinien, die es hier in Europa gibt, alle eingehalten werden. Habe ich denn Möglichkeiten, Daten abzuschalten, also zu sagen, die und die Daten möchte ich nicht weitergesendet haben? Ganz genau. Wie ich beim Smartphone auch schon heute abschalten kann, dass ich bestimmte Dinge nicht teilen möchte, kann ich das beim Fahrzeug natürlich auch tun. Dann muss ich, wie am Handy dann auch, natürlich damit leben, dass verschiedene Funktionen nicht mehr funktionieren. Aber wenn ich Sorge habe, dass das missbraucht werden könnte, kann ich das natürlich tun. Das ist selbstverständlich implementiert. Und wenn ich es möchte, kann ich auch grundsätzlich meine Autokommunikation abschalten? Ganz genau. Im Zweifel nimmt man die SIM-Karte raus, dann ist es mit Sicherheit abgeschaltet. Es gibt aber in der Regel entsprechende Schalter natürlich im Fahrzeug. Wenn man sagt, ich möchte offline sein, dann wird das mit Sicherheit gegeben sein. Wir haben also jetzt mit automobiler Kommunikation Rettungseinsätze verbessert, wir haben Unfälle vermieden, wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen was für die Umwelt getan. Aber wo bleibt denn der Spaß? Ja, der steht hinter mir. Audi e-tron macht auch Spaß zum Fahren, aber darum geht es gar nicht. Das ist ein Prototyp mit 5G Entertainment. Hier auf diesem Areal in Altenhofen haben wir ja 5G Sendemasten, die also mit voller multimedialer Bandbreite ballern. Und da kann ich hier im Auto quasi alles, was ich mir auch zu Hause auf dem großen Fernseher reinziehen kann, mit vollem Internet, auch hier reinziehen. Und das ist, finde ich, ziemlich beeindruckend. Ich kann auch noch so ein paar andere Funktionen, wie zum Beispiel hier, Fingerprint-Erkennung, hat er sogar gemacht. Das kann ich vorher einprogrammieren, das sind so ein paar Nebenher-Goodies. Dann kann ich noch sagen, wie groß ich bin, um das Auto entsprechend einzustellen. Für mich ist aber noch entscheidender, was kann ich mir denn hier alles anzeigen lassen? Da sind nämlich Sachen, die sind auch richtig wert, dass man sie anguckt. Denn in diesem e-tron ist eine superschnelle Multimedia-Einheit verbaut, also superschnell im Sinne von superschneller mobiler Kommunikation, 5G. Und da kann ich mir im Prinzip alles an Multimedia-Inhalten draufstreamen, was ich eben so mag. Also hier steht jetzt Spotify, Deezer, der ganze Kram. Was für mich aber noch viel interessanter ist, ist Media-on-Demand-Store. Da gehen wir mal rein. Netflix geht auch, das ist schon mal schön. Mediatheken und da finden wir Automotor und Sport Channel. Ah, so muss das sein. Und unter kostenlose Inhalte haben wir sogar Bloch erklärt. Na, komm. Boah, irgendeine Folge ist ja völlig egal, welche. Ich nehme mal die da. Kann ich mir jetzt drauf streamen und kann jetzt, wenn ich zum Beispiel länger mal im Stau stehe oder beim Elektroauto, kann es ja auch sein, dass es beim Laden mal länger dauert, mir die Inhalte angucken. Und das ist halt ganz schön, weil ich hier halt noch einen großen Bildschirm habe, der hier integriert ist. Wobei der gehört jetzt nicht eigentlich zum e-tron dazu, sondern den hat Vodafone hier zusätzlich installiert. Also das ist eine tolle Sache, vor allem die Inhalte kann ich auch nach hinten auf die Bildschirme für die Kiddies streamen, sodass die ein bisschen Bloch erklärt gucken können, so ein bisschen Bildungsfernsehen ist immer gut. Was zurzeit noch nicht geht, ist zocken. Ja, schade, denn ich zocke sehr, sehr gerne, soll aber kommen und dann setze ich mich schön hinten auf die Rückbank und zock. Wenn das Auto anfängt zu fahren oder besser gesagt in dem Moment, wo ein Gang eingelegt wird, wird die Bildwiedergabe vorne sofort gestoppt, hinten läuft sie logischerweise weiter. Vorne nicht mehr, das ist auch wichtig, weil ansonsten wäre das ziemlicher Unfug. Schön, vor allem mit unseren Inhalten. Ich weiß, dass das Thema moderne Elektronik und Kommunikationssysteme sehr kontrovers diskutiert wird. Und da gibt es einige, die sagen, ja, geh mir weg mit der ganzen Spielerei, brauche ich nicht. Ich will einfach ein Auto, das fährt. Das, was ich heute gesehen habe, war keine Spielerei. Da waren einfach Sachen dabei, die sind sehr sinnvoll.
Wenn ich eine Rettungsgasse frühzeitiger bilden kann, wenn ich vor einem Unfall frühzeitig gewarnt werde oder aber wenn ich von Straßenverhältnissen nicht überrascht werde, dann ist das für mich einfach ein Mehrwert. Das macht das Autofahren nicht nur besser, es macht es auch sicherer. Natürlich ist es keine Aufforderung, hier das Gehirn auszuschalten. Das muss immer dabei sein. Man muss immer weiter reaktionsbereit bleiben. Vor allem auch dann, wenn keine Warnung kommt, sollte man darauf gefasst sein, dass trotzdem was kommt. Das ist ja genauso wie beim Außenspiegel. Es gibt ja Systeme mit einem Totwinkelwarner, die mir anzeigen, ob ein Auto von hinten kommt. Und trotzdem muss ich in den Außenspiegel gucken. Wobei, das ist jetzt eigentlich kein richtiger Außenspiegel. Aber ich muss ja auch da als Autofahrer mitdenken und mit dabei sein. Das System unterstützt mich, aber es nimmt mir nicht alles ab. Und da habe ich dann am Schluss eine wahnsinnig schnelle Multimedia-Einheit, topmodern, mit Streaming-Diensten im Auto brauche. Das ist jedem selbst überlassen. Fakt ist, es geht. Trotzdem weiß ich, dass ihr jetzt noch unglaublich Kommunikationsbedarf habt. Ihr wollt natürlich sagen, ob ihr das gut findet oder nicht und was ihr gut findet und was nicht. Ich auch. Schreibt's runter.